Nachdem wir bereits vor einigen Wochen ein Video zum Fall Marius Gersböck veröffentlichten, steht der ehemalige Torhüter und Ex-Ultra von Hertha BSC nun vor Gericht. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung im Trainingslager der Berliner, bei dem Gersböck offenbar an einer handfesten Schlägerei beteiligt war, wurde er darauf vom Verein suspendiert. Bis dato hüllte Hertha BSC Schweigen um den gesamten Vorfall. Die Geschichte ist daher so brisant, da Marius Gersböck früher ein Teil der aktiven Szene bei Hertha BSC war und immer noch enge Kontakte in die Ultraszene pflegt. Daher wurde gemutmaßt, dass der Vorfall in Österreich ebenfalls mit diesen Personen unter Alkoholeinfluss geschah. Falls ihr die Vorgeschichte also nicht kennt, empfehlen wir euch, das oben markierte Video vorher nochmal zu schauen. Nun meldete sich die Staatsanwaltschaft Salzburg zu Wort und veröffentlichte, dass sich der Torhüter in Österreich vor Gericht verantworten muss. In einer Pressemitteilung heißt es, dass der Angeklagte im Verdacht stehe, am 16. Juli 2023 in Zell am See einem fremden Mann Faustschläge und Tritte versetzt haben soll und daher eine schwere Körperverletzung billigend in Kauf nahm. Das Opfer hatte in der Folge mit mehreren Frakturen im Gesichtsbereich zu kämpfen. Zudem heißt es in der Mitteilung weiter, dass der Tatbestand der schweren Körperverletzung mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft wird. In Österreich gibt es allerdings die Möglichkeit einer Diversion. Dies bedeutet, dass dem Angeklagten die Möglichkeit eingeräumt wird, auferlegte Maßnahmen wie zum Beispiel Sozialstunden, gemeinnützige Arbeit oder Zahlungen an den Staat Österreich wahrzunehmen. Auf mehrere Medienanfragen an den Verein Hertha BSC gab dieser bekannt, dass er sich bis auf Weiteres zu der Causa vorerst nicht öffentlich äußern wird. Ob der 28-jährige Torhüter jedoch auch bei keiner Verurteilung zurück in den Kader des Zweitligisten zurückkehrt, bleibt offen. Wie die Staatsanwaltschaft Salzburg verkündete, findet die Hauptverhandlung am 28. September statt. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.